Niederbayern ist, kreativ und kulturell gesehen, tatsächlich besser aufgestellt, als viele meinen. Das belegt nun auch eine regionale IHK-Studie im Auftrag des frisch im März diesen Jahres gegründeten Bayerischen Zentrums für Kultur und Kreativwirtschaft. Demnach arbeiten aktuell 4.700 Selbstständige und Unternehmen kreativ, schöpferisch in dieser noch recht jungen Branche. Menschen also, die Dinge tun, die man per Urheberrecht schützen kann, die Musik machen, die heute zum Beispiel haben wir einen Designer als Unternehmensbeispiel hier, die Design machen, die Software programmieren, die Filme machen, Autoren sind, alles das, was im Bereich künstlerisch und kreativer Arbeit zu schöpferischen Leistungen führt. Kunst lebt nicht für die Kunst nur alleine, sondern es gibt natürlich auch Wirkungen nach außen und die Außenwirkungen, nicht nur die rein kommerziellen, sondern überhaupt die Anerkennung für diese Dinge, die, glaube ich, ist auf einer solchen neuen Plattform durchaus sinnvoll angelegt und deswegen unterstützen wir das. Immerhin haben die Branchenmitglieder allein in Niederbayern im Jahr 2013 ein Umsatzvolumen von mehr als 750 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein bis dato oft unterschätztes Wirtschaftsfeld, das nun mit dem Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft eine stärkere Lobby bekommen soll. Man stellt einfach fest, dass Kultur-Kreativschaffende mehr Schwierigkeiten haben, beispielsweise an Finanzierungen zu kommen, dass es für sie nicht ganz so einfach ist, den Wert ihrer Leistung auch beim Kunden darzustellen. Oder speziell auch, wenn man sich anguckt, dass 97% der Unternehmen aus der Branche Kleinst- und Kleinunternehmen sind, ist es klar, dass es vielleicht auch mit der Sichtbarkeit nicht so gut bestellt ist. Davon können die beim Dialogforum in der Landauer Stadthalle anwesenden Künstler und Branchenkenner im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Oft macht man seine Kunst, aber sie kommt nicht an oder beziehungsweise sie kommt nicht weiter bis zu dem Auftritt, den man gerade macht oder so. Und man braucht ja oft einfach ein großes Netzwerk, wenn es um irgendwelche Sachen geht, wie wo ziehe ich meine Kleidung her für die Auftritte. Es geht um Plakate, es geht ja um viel Marketing, das man selber machen muss als Künstler. Und oft sind ja Künstler selber nicht die besten Marketing-Experten. Und deshalb ist es super, wenn man dann netzwerkt und das Ganze mehr verbindet. Ich meine, ich kann Mode, ich kann ein bisschen Marketing, aber dann brauche ich für Modenschauen auch jemanden, der Musik kann. Oder Bühnen oder Licht oder sonst irgendwas. Und das ist dann auch immer sehr gut, wenn ich das halt auch aus der Region beziehen kann. Und genau solche Leute sind halt auch bei diesen Bayern Kreativ-Netzwerken dabei und die können uns dann schön vernetzwerken. Insgesamt 5 Millionen Euro stellt unter anderem das Bayerische Wirtschaftsministerium dem neu gegründeten Zentrum in den kommenden 4,5 Jahren zur Verfügung. Damit kann dieses spätestens ab Herbst 2015 mit seiner projektspezifischen Arbeit beginnen. Grundlage hierfür stellen die Dialogforen dar, die in den kommenden Wochen noch in 6 weiteren bayerischen Regierungsbezirken stattfinden sollen und bereits jetzt erste Früchte tragen. Ich habe bereits jetzt schon diverse Kontakte knüpfen können. Der eine Herr macht Musikproduktionen, da kann ich vielleicht als Sängerin oder Sprecherin was machen. Dann gibt es eine Dame, die Krimi-Autorin ist und vielleicht mal ein Hörbuch machen will. Ah, ganz praktisch. Und den Herrn Danielski habe ich schon angehört, weil der einfach tolle Mode macht. Und ich brauche ja Gewand für meine Bühne. Also es läuft super.